Ja, willkommen zurück zu Minecraft und heute mal wieder das no Was heißt denn heute mal wieder? Heute spiele ich mal wieder das normale Let's Play. Ganz normal in meinem Häuschen. Und ich habe mich gerade gefragt, warum ich die Schere hier drin habe. Aber ich glaube, das war für mich, damit ich weiß, was ich heute machen wollte. Und zwar will ich Spinnweben sammeln. Spinnweben, die man irgendwo geil hinhängen kann. Zur Optikzwecken, für Fallen, für egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal schön in die Spalte. Brauche ich nur noch Fackeln und dann geht es auch schon los. Schön in die Spalte rein. Allerdings habe ich schon eine schlechte Nachricht und vielleicht eine gute Nachricht für euch. Ja, aber dazu gleich mehr. Erstmal fahren wir zum Haus am See. Hui. Was brauche ich denn? Bogen? Oh, ist der Pickel ab. Sehr gut. Effizienz. Dann noch. Vor allen Dingen, mir hat mal, ohne Scheiß, mir hat mal jemand eine Konfigurationsdatei gegeben für diesen Sortiermod, damit die Sachen genau so einsortiert sind, wie ich sie immer habe. Aber ich, Ochse, habe die bisher noch nie benutzt. Stattdessen mache ich immer so eine Kacke wieder unten, immer selber sortieren. Tut mir auch leid für den. Da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein. Das wird der Hammer. Hui. Oh. Boah. Alter. Ich habe es nicht vorher ausprobiert, aber allen Anschein nach kann mein Tünnes wieder an Leiter klettern, sonst wäre ich jetzt tot. Schon mal gut. Da war doch ein Spinnweben, oder nicht? Oh yeah. Nein. Höhlenmusik. Oh. Höhle, nicht Kirche, Mann. Oh. Geil. Das ist so cool, denn mit Schere Behutsamkeit kann man diese Spinnweben abbauen und das ist sowas von krass. Ich glaube, mein Mikro ist viel zu laut eigentlich. Was ist denn los? Zu leise, zu laut. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen... Ja, schnapp doch! Oh! Egal, wir suchen jetzt quasi einen... Oh, einen Enderman. Ich meine, wir können hier quasi einen Spinnenspawner suchen. Wahrscheinlich werde ich den jetzt auch sofort einen finden. Ich lasse mal die ganze Scheiße hier liegen. Lava. Warte mal, ich glaube, da geht das weiter. Achtung. Wusste ich's doch. Komm raus, mein Kollege. Kollege Zombie. Oh mein Gott. So genau, was ich euch mitteilen wollte. Was wahrscheinlich jetzt viele nicht gut finden werden und rumweinen werden. Ich kann es ja auch verstehen. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich werde wohl dieses Let's Play mal ein wenig pausieren. Ja, ihr habt richtig gehört, pausieren. Weil nach 780 quasi mache ich jetzt noch zwei geile Folgen. Wo ich natürlich noch Sachen sammle. Nicht für umsonst, sondern für irgendwann mal. Aber dazu, warte. Kurz sortieren. Genau, 780. Dann ist ja der Weltdownload wieder dran. Und rein theoretisch wird das Let's Show ja kommen. So, und dann dachte ich mir, hörst du an diesem Zeitpunkt auf, weil das ist gut. Weil wenn man dann wieder irgendwann anfängt, dann kann man das Ganze mit dem Let's Show beginnen. Ich würde quasi... Wie mir die Musik heute auf den Sack geht, ne? Das war cool. Strandmusik. Kohle. Ich würde dann quasi nach 780 eine Pause einlegen, je nachdem, also ich weiß noch nicht wie lange und ob es dann irgendwann wieder kommt. Aber ich würde sagen schon, vielleicht wenn man dann, ja, wie soll man das sagen, so vielleicht wenn Minecraft sich noch ein bisschen weiterentwickelt und man noch mehr Möglichkeiten hat. Ich meine, klar sind die Möglichkeiten natürlich unerschöpfbar, aber momentan habe ich ja sowieso, ich glaube, das Together mit Feed the Beast Ultimate und das Megaprojekt mit Feed the Beast Lite, was mir auch ehrlich gesagt richtig Spaß macht. Hätte ich nicht gedacht, aber ich habe da, glaube ich, jetzt schon, ja, ich glaube, oh, ich glaube fast einen Monat aufgenommen oder so, mal eben in ein paar Tagen. Weil ich finde einfach die, klar, einmal die Möglichkeiten, gut, im Together ist es auch. Autsch, aber Light ist wieder was anderes als Ultimate. Das ist dann quasi so eine Light-Version. Da sind die Rezepte nicht ganz so teuer und schwer. Oh!
Selber schuld, im Spind ist reingerannt. Und natürlich wird es dann auch nochmal, die Survival-Community-Map kommt, dann zocken wir da drauf mal eine Runde, dann gibt es die natürlich auch als freien Download verfügbar. Aber wie gesagt, dann würde ich das hier mal pausieren. Eine Truhe! Melonsamen! Warte. Ich bin in dieser Höhle reingegangen, als ein gewisser Let's Player namens Gronkh 5 Stunden lang Melonenkerne gesucht hat und ich dann hier reingegangen bin und die sofort gefunden habe. Das weiß ich noch. Das war, ist schon super lange her. Da haben alle geschrieben, der Gronkh hat voll lange gesucht. Und aus dieser Zeit stammt diese Höhle. Gut, die ganzen Sachen, die hier drin sind, natürlich dann auch erstmal auf Eis gelegt. Oh! Sauber! Und eventuell hatte ich sowieso schon mal die Idee, ich glaube, in Manuel und ein paar anderen Leuten quasi unsere Let's Play-Häuser beziehungsweise Sachen, die man baut, alle auf einen Server zu legen. Ähnlich halt wie dieses quasi Mega-Projekt, obwohl ein bisschen anders, weil da ist dann keine Aufnahmepflicht und kann gehandhabt werden, wie man will. Also war jetzt mal so eine Idee, die im Raum stand, schon längere Zeit. Spinnweben! Wie viele Spinnweben hier noch sind, das ist ja der Hammer. So viele brauche ich gar nicht, ich nehme alle mit. Vielleicht da wird es dann reloaded. Mal gucken. Aber egal, nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier noch 2 coole Folgen, wo ich ein paar Spinnweben sammle und die dann schön setzen kann. Und ich wollte den Programmplan dann sowieso einmal umwerfen. Quasi die Zeiten, wann was rauskommt. Wobei ja, glaube ich, auch Last of Us... Da doch, Last of Us geht noch ein paar Tage. Was ist das andere, was da noch läuft? Saints Row? Geht gar nicht mehr so lange jetzt. Ich glaube, davon kommen noch 10 Folgen maximal oder 8 Folgen irgendwie so um den Dreh. So, ich nehme jetzt das ganze Holz hier aus den Gängen weg. Aber das sind halt so meine Gedankengänge. Wie gesagt, tut mir auch sehr, sehr leid für Leute, die von dem Let's Play ein wirklicher Fan sind. Und von Grund auf schon zugeguckt haben, was hier passiert. Aber 3 kreative Bauprojekte ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. So. Oder ich glaube, mit Downji habe ich nachher noch Aether angefangen. Aether 2, allerdings nur so, kommt jetzt einmal die Woche oder so. Also das ist ja Peng. Und wer für denjenigen, der sagt von wegen, ja, bring das doch auch einmal die Woche raus, nur eine Stunde lang, bringt ja auch nichts. Weil dann könnte ich auch die Stunde zocken und das an jedem Tag hochladen. Also ist ja dann kein Vorteil. Hallo! Wahrscheinlich macht es mir auch im Megaprojekt so Spaß, weil man halt komplett neu anfängt. Und sich von Grund auf alles erarbeiten muss. Nicht wie hier. Hier baut man einfach, weil man hat ja alles fast. Außer Spinnenweben, die brauche ich. So. Woher? So, da haben wir's. Und ich meine, wer jetzt gerne dieses... Ich meine, klar, einmal die Mischung aus dem Haus, was hier seit jeher entsteht, ist natürlich awesome. Und wahrscheinlich die Sache, dass man sich meistens nur über das Spiel unterhält und nicht wie andere noch über diverse... Oh. Aber ganz viele andere Sachen. Aber das ist natürlich auch noch interessant, wer hier drin. Ein paar Fragen beantworten wollte ich eigentlich machen ursprünglich. Hallo. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich glaube, jetzt haben wir unser Pensum erreicht an Spinnnetze. Hui. Habe ich den Faden verloren. Oh, da hinten ist sogar noch ein Spawner. Oh, warte, dann arbeite ich mich mal geradlinig durch und schlag den kaputt. Aua. Oh, fuck, ich sollte aber was essen. Damit ich mich zumindest regeneriere. Okay. Nein, aber von wer jetzt gerne das gehabt hat, dass man halt,
dass ich halt alleine spiele, dass er mir beim Bauen, Erforschen alleine zugucken kann, wer das halt geil fand. Der kann natürlich auch ins Megaprojekt reingucken, weil da gibt es auch Folgen, wo ich alleine unterwegs bin, alleine mein Haus baue, alleine alles entwerf. Ja gut, wer die anderen nicht mag, die dabei sind, gibt es natürlich auch eine Menge. Gibt bestimmt auch eine Menge, die von dem Projekt mich nicht mögen. Also nicht jetzt von den Spielern, sondern eher von den Zuschauern. Aber das ist halt so. Und wenn dann halt Folgen mit der Person sind, dann macht man halt nicht an. Was ist denn los? Aber mit Behutsamkeit geht halt nicht. Geht kaputt. Geil. Über 100 Spinnen. So viele kann ich gar nicht setzen. Das ist der Hammer. Das muss ich nur noch hier rausfinden. Ich gucke gerade schon auf der Map. Da ist der Turm. Wie gesagt, da ist ja alles drin. Da zocke ich mal alleine. Da zocke ich mal mit einem Zips-LP. Und ich glaube, wenn dieses Projekt hier wirklich mal so ein Reload erlebt, wird sich, glaube ich, lohnen, wenn ein paar Minecraft-Patches noch weiter rausgekommen sind, damit man dann wieder ganz, ganz viele Sachen hat, die man bauen kann. Obwohl natürlich viele, viele Projekte hier drin noch nicht fertig sind. Spinnweben! Ich kann nicht aufhören! Das ist so cool, wer dann auch haben möchte mit diesen Spinnweben, ihr nehmt ein Buch, verzaubert darauf Behutsamkeit. Und packt dieses Buch dann quasi auf die Schere. Ich glaube, das ging im Amboss. Hallo? Oh. Autsch. Da, warte, da geht's weiter. Da ist die Schiene. Ich denke mal, wenn dieses Projekt so eine Art Reload kriegt, dann wird's wahrscheinlich auch interessant, weil die Welt ja dann auf einem Server liegt. So war halt die Überlegung. Und dass man dann relativ schnell Gäste einladen kann, mit denen man was macht, unterwegs ist. Weil ihr müsst ja zugeben, dass diese Spezialfolgen eine schöne Abwechslung sind. Sollte aber jetzt kein Dauerzustand sein. Nur dann ist das einfacher. Wenn ich jetzt überlege, ich wollte hier ein paar Leute drauf machen, dann muss ich jetzt erst einen Server machen, wo dann Buildcraft drauf ist. Komme ich jetzt irgendwo raus? Ich weiß, ich bin selber schuld, aber dann sortieren. Da hoch. Oh! Holy shit! Danke fürs Abbauen! Was hier ist alles voll hell. Dann kommt ein Creeper, Mako macht. Bam! Das ist aber hier raus. Ich glaube, das ist sogar fast gut, oder? Alter, ich renne die ganze Zeit im Kreis. Was ist denn los? Ich muss da mehr auf die Map gucken. Warte, das Haus steht da hinten. Okay. Ah, und hier ist die Spalte. Das war einfach. Ich höre einen Schleim. Oh! Nein, nicht die Treppe, du Pimmelmonster, mein Gott. Na, das reparieren wir doch eben. Hui. Hä? Okay. Passt schon. Und ich kann Treppen laufen. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal hoch. Und ich finde, das würde so ein Projekt auch mal ganz gut tun, weil einmal kann ich ein bisschen auf die anderen Projekte ein bisschen mehr achten. Oh, mein Gott. Sonst kommen ja echt drei Minecraft-Projekte am Tag und das ist ein bisschen blöd. Hallo? Also hat jetzt auch nicht nur was mit dem Megaprojekt zu tun. Ich habe damit schon länger mit dem Gedanken gespielt. Deswegen, und ab geht's. So. Alter, wenn ich mir denke... Ja, okay, 700 Folgen. 780 Folgen. Und da oben mein Weggeflecht aus super geraden Wegen. Was manche nicht mögen, die mögen es mir natürlich. Aber wenn ich mir einen Garten baue, jetzt mal im Ernst, dann mache ich mir da auch gerade Wege rein. Was ist denn los? Außer ich bin besoffen, dann mache ich den Schlangenlinien nicht, damit, wenn ich besoffen bin, der gerade ist. So, verrottetes Fleisch, Lind, Erde. Erde passt wahrscheinlich gar nicht. Meine Brote. Okay, ich bin aus der Höhle wieder raus. Ah, okay.
Oh nein. Ah, oh, warte. Müsste man eigentlich da reinmachen in die Ecke, wo man nicht so oft ist. Das ist cool. Oder generell, weil man hat hier überall mal so ein paar Spinnenweben hängen. Das ist total ungewohnt hier in dem Raum. Total ungewohnt. Zum Beispiel hier unten. Immer so in den Ecken rein. Genau, mein Trinkkeller. Boah. What the fuck? Genau, Netawarzen. Hallo. Da sind meine Rezepte. Das war auch eine Zeit. Mein Gott, war das eine Zeit. Das war geil. Da war noch hier die Treppe. Und cool ist ja, wie gesagt, wenn es dann reloaded wird, dieses Programm. Jetzt habe ich gleich so viele Schwindelweben. Egal. Ich höre einen Zombie. Einer aus der Mobfalle. Ach, geht. Passt schon. Die Hall of Fame mit dem einen Drachenei, obwohl ich eigentlich schon... Habe ich schon zwei? Ja, eigentlich habe ich zwei. Habe ich eigentlich zwei? Ja, klar habe ich zwei. Habe ich zwei? Aber beide? Egal. Voll drauf. Hui. Weil hier... war man ja schon länger nicht mehr, deswegen ist hier alles mit Spinnenweben zu. Brennen die da oben eigentlich? Ich sag mal so, wehe nicht. Pass auf, jetzt brennt das. Das. Dann will ich hier noch eins hin und dann brennt der Boden. Brennt der ganze Boden ab. Was für ein Scheiß, das brennt ja echt nicht. Das ist so ein bisschen blöd. Aber wirkt auf jeden Fall mal sehr dekorativ, dieses Spinnenweben. Na, hier nicht. Hier im Flur nicht. Hier war die Putzfrau fleißig. In den Verzauberungskeller, da können noch ein paar Spinnenweben rein. Hui. Ich meine, manche sind bestimmt ja so empört. Das gucke ich mir jetzt gar nicht mehr an. Weil der macht ja eh nicht weiter. Der Wichser. Kann mir vorstellen. Aber muss nicht. Egal. Hier. Und da. Und vielleicht da noch eins. Und da noch. Voll cool. Mann, ist das hier gruselig mit den Spinnweben. Total. Hui. Einer sagte auch, hey, Debitor, bau diesen Geheimgang ins Megaprojekt. Ja, genau. Ich weiß doch noch, wie das geht, ne? Achte, wer es nicht kennt. Ich weiß auch noch, wie es geht. Ich kann mir das ja hier angucken. Ist ja kein Ding. Ist ja super einfach. Oh. Super schlaue Idee. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Was ist denn, wenn ich hier mal durchlaufe? Ich guck gerade auf meinem Hausplan. Wo bin ich denn hier gerade? In der Hausplan. Ah, sehr gut. Sehr gut. Oh, ich wollte jetzt irgendwie gerade die Kiste schon wegballern. Das wäre ein bisschen blöd. Und ein Holz wieder abgestaubt. Cool. Abkürzung ins Lager, sehr gut. Spinnenweben, da brauche ich auch eine Sortierung noch. Da ist ja eigentlich Spezialsachen, aber die Kiste ist schon voll. Oh, fuck! Ja, Mobdrop ist es ja eigentlich nicht. What? Wer klopft denn da? Ja, wer klopft denn da? Überlege mir gerade, wo rein packe ich denn Spinnenweben? Hier Teile der Natur in den Bäumen. Ja, normalerweise wäre es so eine Special Interest Kiste hier sowas. Weißt du, warte, ich pack mal ein paar Sattel weg. Ich brauche auch 30 Sattel, ist klar. Und dann kriege ich die gelbe Linie. Die schon voll ist.
Oh, es ist weg. Hä? Er wollte schon sagen, was ist denn los? Da hat auch einer mal gesagt, Cheater. So, weil man halt, wenn man in solch eine Linie was reinpackt. Ich mach jetzt einfach mal den Sattel dahin. Dann ist der Sattel da drin und man hat es noch in der Hand. Man könnte denken, man hat ihn vervielfältigt. Hat man aber gar nicht, weil das ist gar kein Gegenstand, sondern einfach nur ein Symbol.